Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. So, und da wir jetzt... Da wir jetzt die Sache mit den Blutproben erledigt haben, werden wir die zweite Quest in Angriff nehmen vom, von den Feuerteufeln. Das heißt, das ist verkehrt, das heißt... Babam. Schließe die Prüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit ab. Das heißt, wir müssen links nach Nordosten. Okay, das wollen wir natürlich gleich machen. Nordosten, da. Da, das ist... Da ist auch ein Event in der Nähe, so wie es aussieht. Wir müssen gleich mal irgendwie nach Norden. Ich will mal gucken, ob ich auf der Straße bleiben kann. Oder ob ich wieder durch diesen Bachlauf da muss. Das wäre ein bisschen sehr nervig. Wow, hier ist aber Party. Alles klar, das war er. Ich hör dir trapsen. Ich dachte da. Schon mal nachladen, sicher ist sicher. Jawohl, das war's. Aus ist die Maus. Aus ist die Maus. Da. Hier lag er. Ich dachte schon, er hätte sich in Luft aufgelöst. Geht nicht, gibt's nicht hier. So, Registerkasse. Der Kaffee. Achso, das hatten wir beim letzten Mal schon gelesen. Oder vorletzten Mal. Ich weiß nicht mehr genau. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir trotzdem weiter nach Norden. Ja, also mit Straße sieht übel aus. Wir werden hier irgendwie über den Dreck müssen. Über den verseuchten Bachlauf. Das ist ein bisschen schade, aber es bleibt nicht aus. Es bleibt nicht aus. Ja, die Brücke ist auch eingestürzt, wie wir sehen. Alles klar. Das ist dann Kappes, aber das ist nun mal so. Ich würde jetzt eigentlich gerne über das Haus als Übergang nutzen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil das ist dann ein bisschen sehr hoch, oder? Oder kommen wir hier auch noch heile wieder runter? Wow. Wir brechen uns auch alle Knochen, oder? Wenn ich erst auf den Schornstein springe? Na! Ha, 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 ha. Erst auf den Schornstein... Oh, doch, so geht's. Alles klar. Boah, der knifflige Sache hier. Und hier ist immer noch so eine Dreckbrühe. Oh. Okay, dann warte mal. Hier rechts. Ich hoffe, der Regen ist nicht auf. Wer weiß, wie sauer. Ich hoffe, der Regen ist nicht böse auf uns. Dann haben wir sauren Regen. Entschuldigung. Ja, okay, dann müssen wir hier lang. Ich muss mal schauen. Das mit dem wenig Ausdauer und so, das ist echt nervig. Ich weiß, ich will auch seit, ich weiß nicht, ein paar Spielstunden, seit, wahrscheinlich für euch seit über einer Woche, will ich auch eine neue Basis bauen. Da hinten knackert noch was rum. Das ignorieren wir jetzt aber mal gekonnt. Ich will auch seit, wie gesagt, gefühlt wahrscheinlich für euch über einer Woche will ich auch eine Basis bauen. Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir ja hin. Na toll. Sag
seit der Zeit will ich ja auch eine Basis bauen. Ach, die bekämpfen sich gegenseitig. Da kann ich mit leben. Dass die jetzt schon wieder durch sind, damit nicht. Alter. Wie vertragen die denn? Oh, da ist noch einer. Alles klar, läuft. Wir reagieren. Hier? Da oben? Da oben? Okay, dann müssen wir hier irgendwie rein und zusehen, dass wir nach oben kommen, ne? Hier ist eine Leiter, das sieht gut aus. Ja, also wie gesagt, seit gefühlt über einer Woche versuchen wir ja, ein Plätzchen für die neue Basis zu finden. Ich fürchte aber, das wird nicht ganz so pralle. Nein, na, was? Hä? Hallo? Hallo? Oh, nee, ne? Ja, alles klar. Ich habe 5 Anläufe gebraucht, bis das Spiel gestartet ist. Weil es jedes Mal abgestürzt ist und jetzt ist es nach 6 Minuten abgestürzt. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, das funktioniert dann. Hallihallöchen, wir sind wieder da. So, wir wollen da rein. Wow, 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 hoppala. Alter. Ich klopp mich hier nicht mit denen rum. Nein. Ich klopp mich hier nicht mit denen rum. Wir gehen direkt hoch. Finden. Alter. So viel zum Thema, wir gehen direkt hoch. Ich will mich mit denen nicht rumschlagen. Au, was? Ja, von unten kommen sie auch schon wieder. Alter, was geht hier ab? Okay. Oh, meine Güte. Ich muss da eigentlich an den Terminal. Traue ich mich gerade an den Terminal? Ist hier jetzt Ruhe? Ich glaube, ich möchte erst oben einmal rumgucken. Ob hier nicht gleich... Au! Was? Wo? Von vorne? Wo? Hier ist keiner. Da oben! Och! Oh, holla. Hier war wer. Alter Verwalter, nee, alles klar. Huh. Nehmen wir mit. Das sind die Aufzüge, die sind bestimmt nicht mehr sehr sicher, ja. Puh, okay, ihr Lieben, dann haben wir es jetzt endlich. So viel zu dem Thema. Rennt zu steil nach unten hier. Haben wir es jetzt endlich? Boah, okay. Also, an den Terminal. Meine Güte. Was ein Aufriss. Achtung, Feuerteufelbewerber. Nach dem Beginn der Prüfung müsst ihr die Tasten der Reihe nach A, B drücken und dann danach zum Start zurückkehren, um eure Zeit festzulegen. B, A. Solltet ihr euch noch nicht für die Prüfung registriert haben, kommt zur Feuerwache Charleston und so weiter und so weiter. Registriert haben,
diensthabendem Captain, der höchstwahrscheinlich ich sein werde, wenn ich noch atme. Melody Larkin, ja. Maximalzeit 3 Minuten. Das hatten wir. Wir hatten uns registriert. Okay. Das heißt, Taste A aktivieren und dann... Nee. Hä? Oh, abgekochtes Wasser in großzügiger Menge. Ich probiere mal gerade, wenn hier schon mal eine Kochstation ist. Ich glaube, wir haben wieder... Ja, wir hatten wieder ein bisschen was zum Tee kochen. Grußblütentee. Ja, 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 ja. Oh, gut. Wir kriegen wieder neues Trinken. Mutterbeerensaft. Oh, super. Wir konnten wirklich unser ganzes abgekochtes Wasser verbraten. Das ist sehr schön. Das ist supi. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hier, wir haben auch Maulwurfszeug und so. Hatten wir noch welches? Oh, mit den Beeren können wir einen Beerenauflauf machen. Alles Klärchen. Und Wolfsrippchen. Wir haben ja auch Wölfe gehackt. Alles klar. Okay, wir haben uns erstmal wieder... Wir haben uns... Na, so, raus. Wir haben uns erstmal wieder richtig gut versorgt. Ja, benutzt, um Prüfung anzufangen. Ah, okay. Na, nochmal E. Ja. Prüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit anleiten. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Alles klar. So. Dann sind wir jetzt startklar. Zeit bis Start und dann Taste drücken und los. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. Und nu? Hä, wo muss ich denn hin? Ah, okay, hier raus, hier hoch. Okay, das wird so eine Feuerleiter-Geschichte. Ach, und wir sind so langsam. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ich hoffe so sehr, dass die Zeit reicht. Okay, hier sind Pfeile. Hier, was? Hier runter? Und dann? Wo ist denn... Hä? Auf der anderen Seite? Hä? Müssen wir hier runter? Was? Das ist aber Panne gemacht. Warte mal. Ich werd zu lange brauchen. Ah, hier sind noch Pfeile. Lol. Da ist auch noch ein Pfeil. Da nach rechts. Och. Ja, jetzt muss ich nebenbei noch was trinken. Okay, ich fürchte, der erste Versuch wird böse in die Hose gehen. Rußblumentee. Ich fürchte, der erste Versuch wird echt in die Hose gehen. Da hoch. Ja, super. Genau mit dem Vieh. Da links. Alter, ist nicht euer Ernst. Ja, und jetzt werde ich langsam super. No. Hilfe! Ja, wir werden auch schon beschossen von hinten. Das ist ganz toll. Da hinten muss ich lang. Da hinten muss ich lang. Und ich kann nicht rennen. Mich würde nicht wundern, wenn die Mission nicht geht, ohne dass wir rennen.
Das wäre natürlich richtig Käse. Wo denn? Und jetzt? Da waren noch Pfeile nach links, oder? Quest fehlgeschlagen. Und wo muss ich dann hin? Hä, hier waren noch Pfeile nach links, oder nicht? Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Das ist aber Panne. Wo muss ich denn hier hin? Einen Augenblick. Einen Augenblick. Oh, die Knarre ist nicht mehr ganz in Ordnung. Ich wechsle mal kurz. Doch, hier links. Und dann? Ach, hier auf Fußboden. Weiter geradeaus. Ja, alles klar. Ich muss da irgendwo mir ein Schränkchen suchen oder so. Und ich fürchte, ich muss da erstmal Zeug ablegen. Und beten, dass das noch da ist, wenn ich zurückkomme. Oh, was ein Käse. Wir müssen hier wirklich rennen, unbedingt. Sonst funktioniert die Quest nicht. Oh, was ein Kack. Vor allem, wo ist denn hier noch ein... Ach, ich habe ja nicht mehr die Shotgun. Ich habe ja nicht mehr die Shotgun. Sehe ich hier noch irgendwo Hinweise, wo ich hin muss? Seht ihr hier noch Pfeile? Ich sehe auch keinen am Fußboden. Weil hier sind wir ja schon wieder da. Oder habe ich den ersten Weg verpasst irgendwie? Hä? Okay, wir gucken mal. Wir sollen hier ja auch wieder hin, zurück. Dass wir ein paar Sachen ablegen. Transfer. So. Transfer, wartet mal. Waffen. Ich will mal gerade lagern. Boah, was? Wie schwer das alles ist. Okay. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Alles klar. Das brauchen wir nicht beachten. So. Okay. Dann will ich es jetzt nochmal versuchen. Wehe, jetzt stürzt irgendwas ab und wir haben alles verloren. Dann drehe ich so am Rad. So, Prüfung starten. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. So, und jetzt nochmal. Meine Güte. Kann doch alles nicht wahr sein hier. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, jetzt haben wir alles abgelegt in die blöde Kiste. Wehe. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. So, aktivieren. Alles klar. 1,44 bis... Ach nee, bis zum 2 noch was. Da ist es. So, hier war, glaube ich, richtig, ne? Jetzt hier rechts, so, hier hoch. Hier durch. Ich mache mal ein bisschen Gas nebenbei. Hier irgendwie runter. So, dann mussten wir hier rüber. Alles klar. Okay, das kriegen wir hin. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Aber ich raste so aus, wenn unser Zeug weg ist. Ich weiß. Ignoriert es. Oh, das blöde Vieh ist auch noch da. Ich hoffe, das hat uns nicht gesehen. Weiter. Ach, hier war der! Kontrollpunkt aktiviert. Rückkehr zum Start. Das hätten wir doch geschafft. Ich habe den Kontrollpunkt überhaupt nicht gesehen. Okay. Ihr werdet mich wahrscheinlich schon total gehasst haben und verflucht haben und ja.
Ihr werdet euch zu Recht übelst beschwert haben. Ihr werdet euch zu Recht übelst beschwert haben. Das verdammte Vieh ist ja immer noch hinter uns! Au! Ich dachte, das hätten wir inzwischen abgehängt! Aua! Nein! Das macht die Sache jetzt auch nicht leichter! Wo war's? Das verdammte Drecksvieh war immer noch hinter uns. Ich hab das gar nicht gesehen. Oh, noch 40 Sekunden. Okay, das schaffen wir aber. So, hier ist Strahli. Da müssen wir wieder hoch und wieder den Knopf drücken. Oh, 28 Sekunden. Doch, das passt. Okay, es wäre gerade wegen dem Vieh, wäre das echt schwer geworden. Wegen, ja. Hm. So, und wieder zurück. Hallo? Herzlichen Glückwunsch, Bewerber. Greifen Sie bitte auf das Terminal zu, um die letzte Prüfungsunterweisung zu aktivieren. Alles klar. Okay, wir können da das letzte aktivieren. Das machen wir auch, aber erst will ich die Klamotten wieder haben. Nein, nein, nein! Ey, wehe, das hängt jetzt. Wehe, das Scheißspiel stürzt jetzt ab. Ich drehe am Rad. Ich will meine Sachen wieder. Stürzt das Spiel jetzt ab, weil diese scheiß Atombombe eingeschlagen ist? Ich raste aus. Fallout 76 reagiert nicht mehr. Ich lauf amok. Ich schwör's euch, ich laufe amok. Das darf nicht wahr sein. Ich hasse mein Leben. Das kann nicht angehen. Ist jetzt echt alles weg? Ich warte jetzt eine Weile, ob das Spiel nochmal reagiert. Sonst, ey. Da ist wahrscheinlich von 10 Stunden... ja. Okay, das Spiel hat nochmal reagiert. Hey! Wow! Einsammeln! Oh, ich dachte schon... Oh! Was? Einsammeln. Ich weiß, ich bin so ein Sammelsuchti. Aber das wäre jetzt echt ätzend gewesen um das Material. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel hat einen ewig langen Hänger. Aber es hat nochmal angefangen. Oh Gott. Ich hatte einen Moment lang echt eine Scheißangst um unsere Klamotten. Oh. Abschlussprüfung einleiten. Hallo Bewerber. Hier spricht Melody Larkin, Captain der Feuerteufel. Glückwunsch, du bist schon weit gekommen. Bis vor kurzem hätten wir dich als letzte Prüfung durch einen einfachen Bergwerksbrand geschickt. Aber heutzutage haben wir Wichtigeres zu tun. Die verbrannten Bestien strömen durch den Big Ben-Tunnel und lassen sich weder von tödlichen Dämpfen noch von Gluthitze aufhalten. Jemand muss dem ein Ende setzen. Und die Feuerteufel sind die einzigen, die dafür über die nötigen Kenntnisse und Mittel verfügen. Als Abschlussprüfung durchläufst du also einen von unserem Lieutenant Madigan erdachten Parcours, auf dem du lernst, wie man diese Verbrannten erledigt. Begib dich zum Belching Betty Schacht, wenn du bereit bist. Unser Betreuer Bot Bernie wird dich einweisen. Wenn du lebend und als Mensch zurückkehrst, bist du dabei. Okay. Alles klar, dann wissen wir ja jetzt, wo es hingeht. Wir gucken mal gerade auf die Karte. Folge dem Weg der Aufseherin, informiere dich.
Da ist der Ort der Abschlussprüfung. Hier im Bergwerk, wo wir bis jetzt noch nicht waren. Krasse Nummer. Okay. Ich würde sagen, wir machen dann das. Also, ne, folge dem Weg. Informieren uns gerade in der Bücherei. Und dann begeben wir uns zur Abschlussprüfung. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Oh, ich hoffe, ich muss nicht irgendwie, wer weiß wie viel Text von mir rauscutten, weil ich eben ein bisschen am Ausrasten war. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder. Also, macht's gut. Ciao.